Die Fahrt von Maskat nach Sur führt nicht direkt diesmal über die ausgebaute Straße. Nachdem sich Fahrer und Gäste bekannt gemacht haben, fahren wir stattdessen durch diverse Wadis zwischen den schroffen Bergen zum Ziel. In einer kleinen Oase ruft der Muezzin zum Gebet. Das Bima Sinkhole ist hervorgerufen durch Unterspülung des Bodens durch Wasser mit folgendem Einbruch der Oberflächenschicht. Sur war bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein bedeutendes Handelszentrum für den Handel mit Ostafrika. Sehenswert für den Besucher Omans in Sur ist die Fischhalle, in der der nächtliche Fischfang täglich zum Verkauf angeboten wird. Das Dau-Museum erinnert an die lange Seefahrertradition der Stadt. Ebenfalls die Dauwerft der Stadt ist eine Erinnerung an diese Tradition. Hier werden die hölzernen Schiffe noch in traditioneller Art und Weise händisch gebaut. Für alle beide Teile. Bei der Weiterfahrt ins Landesinnere gibt es einen Besuch der wasserreichen Oase Wadi Bani Khalid mit großen Süßwasserpools. Teile des Wadi führen ganzjährig Wasser. Die Wahi Basens sind eine Wüste in einer Ausdehnung von 180 x 80 Kilometer. Rund 20 Kilometer südlich des Nordendes befinden sich mehrere luxuriöse Touristencamps. Die Reise geht weiter durch die Steinwüste Richtung Bala zur Festung Chaprin. Die Festung wurde vom kunstsinnigen Sultan Bin Said al-Ya'arubi 1670 erbaut. Ohne die Aircondition aus und so hat man in den Jahrhunderten früher eben gebaut. Und da natürlich nicht jeder jetzt so eine Burg hatte, hat man in den Städten auf jeden Fall auch so gebaut, dass man das eine. Das Bauwerk ist durch aufwendige Holzschnitzereien, Deckenmalereien und Stuckarbeiten verziert. Gezeigt werden im Inneren Möbel und Gebrauchsgegenstände, die einen Eindruck vom ehemaligen Hofleben geben. Das Fort Bala ist eine aufwendige Wehranlage aus Stein und Lehm. Die Oasenstadt Nisswa war immer ein politisches und ein religiöses Zentrum des Landes. Bis ins 12. Jahrhundert war es Hauptstadt des Landes, bis 1955 Sitz des Iman der Ibaditen. Der Djebel Shems, Berg der Sonne, ist der höchste Berg Omas mit über 3000 Metern. Die Bergspitze ist militärisches Sperrgebiet und mit einer Radarstation besetzt. Weiter unterhalb gibt es eine schöne Rundsicht und einen beeindruckenden Blick in den rund 1000 Meter tiefen Grand Canyon des Omans. Das Fort ist das touristische Highlight der Stadt. Die Festung wurde in den Jahren 1649 bis 1688 erbaut. Sie war nicht nur eine Festungsanlage, sie war auch Residenz und Regierungssitz der ibaditischen Imane bis 1955. Okay.
wenn wir dann zum Flughafen kommen.